Es ist Halbzeit. 21. Juni. Heute ist Sommersonnenwende. In den skandinavischen Ländern wird das groß als Mittsommer gefeiert. Halbzeit, das wird auch in diesen Tagen immer wieder im Fernsehen gezeigt, bei den Übertragungen zur Fußball-Europameisterschaft. Und in diesen Halbzeitpausen nach 45 Minuten, da ist es üblich, Spieler gehen noch mal runter in die Kabinen und man berät sich über das, was war, wie die erste Halbzeit gelaufen ist. Glücklich, wer dann schon einige Tore vorzuweisen hat. Der Trainer, der überlegt sich eine Änderung der Taktik oder bestärkt seine Spieler noch einmal motiviert, damit es auch in der zweiten Halbzeit gut gelingen kann. Sommersonnenwende, Halbzeit des Jahres 2021. Das ist auch eine Gelegenheit für uns, zurückzublicken, was war da in den letzten 6 Monaten, was ist gelungen, worüber habe ich mich gefreut, wo habe ich auch Fehler gemacht, was will ich möglichst in Zukunft vermeiden. Und wichtiger noch ist es, nach vorne zu blicken. Die zweite Jahreshälfte steht an, welche Träume, Wünsche habe ich, auf welches Ziel gehe ich zu. Dass unser Planen und Wünschen das eine ist und das, was kommt, dann das andere, das wissen wir alle. Es tut gut, darauf zu vertrauen, dass wir nicht alleine sind auf unseren Wegen, dass Gott bei uns ist, dass wir mit ihm unterwegs sind. Wie der Beter des 139. Psalms bekennt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Bleiben Sie behütet.